Joa, na? RPL-Spieltag. Wahrscheinlich der letzte, kann ich euch sagen. Spoiler. Werden wahrscheinlich auf andere Kanäle noch die Playoffs kommen, aber da wir es nicht geschafft haben, nur die besten drei von beiden Plateaus bzw. Konferenzen weiterkommen, werden wir wahrscheinlich auch nicht bei sein. Wir sind jetzt momentan Stand Spieltag 6 auf dem 5. Wenn wir das hier gewinnen sollten, sind wir safe auf dem 4. Platz, weil die beiden, die, wo ich jetzt eigentlich hätte belieben müssen, spielen gegeneinander. Sprich, kann ich nicht mehr 3. Platz werden. Ja. Würden die jetzt nicht gegeneinander spielen, hätte ich noch eine Chance auf Playoffs. Aber da es halt nicht so ist, da einer von den beiden immer gewinnt, wahrscheinlich. Also ist ja logisch. Außer die hauen jetzt einen Draw raus und dann bin ich auch drüber. Also das auf den Draw muss ich dann wahrscheinlich gehen, wahrscheinlich, weil die nur noch auf 10 Punkte nicht 12 hätte, aber ist egal. wird wahrscheinlich nicht eintreten bei denen. Ja, wir spielen gegen Amphini übrigens. Muss 2-0 gewinnen, mindestens, sodass ich auf dem 6. lande, glaube ich. Ja. Also, wird knapp. Jo, dann, wie gesagt, jetzt gleich los. Wir haben ein sehr interessantes Team auf jeden Fall. Wir haben nochmal Z-Move mitgenommen. Ich habe so ein bisschen Zeug mitgenommen, worauf ich Bock hatte, was aber auch so ein bisschen Sinn macht. Sorg natürlich muss bei sein, der muss wieder Kills machen. Ist wahrscheinlich ein bisschen offensichtlich, aber es ist egal. Oh, ich durfte keine Musik auswählen, das ist böse. Na, mal kicken, was da der bei hat. Und zwar, Blaze Fallen, das konnte ich mir schon denken. Mega Venu hat dabei. Krug hat dabei. Die Schneeflocke habe ich tatsächlich auch erwartet. Also so halb Consider zumindest. Als Spinner oder so. Und Freeze-Dry, weil Freeze-Dry ist schon echt stark gegen mich. Florges habe ich auch so gesehen. Krug übrigens auch, weil er halt rockt. So, ich habe auch Koba so ein bisschen gesehen. Ja. Und dann, jetzt kommt Dings hier. Wie heißt das Ding? Butalanda, Zelements. Ja, der wird ein bisschen gefährlich mit Rohr, weil ich hatte eigentlich vor, mit Glurak zu lieben und Instant Megan into eventuell Setup wahrscheinlich. Aber es kann durchaus sein, dass er mit einem Mon leadet, worauf ich jetzt halt so gar keinen Bock habe. Also wenn jetzt Blaze Fallen draus ist, könnte halt Dragon schon ein bisschen Damage kriegen. Das Problem ist, der hat halt keinen Boost dabei, weil ich schon lieber U-Turn haben wollte. Und anfangs gesehen, der eigentlich eher so als offensives Assaulter-Set geplant war. Und ich mir so dachte, oh, der hat da so viele Rocker, hoste doch lieber mal die Verkauf. Und das ist der einzige die Folge, die ich halt mitnehmen konnte, beziehungsweise mitgenommen habe. Ja, beziehungsweise Hazard Removal. Wir hätten ja noch zwei, weil Excadrill zum Beispiel nicht bei war und Dentoxa ist auch nicht dabei. Aber was soll's. Okay, das ist natürlich der Worst Case. So kann ich jetzt nicht instant megan. Also wenn der Scarf wäre, sind wir natürlich schneller. Ist er schneller. Aber wenn der nicht Scarf ist, würden wir den halt so instant Focus Blast, Fire Blast und sowas reindrücken. Problem ist, ich gehe aber davon aus, dass der Scarf ist, um halt, dass er halt uns revenged. Daher gehe ich in Puffiness, weil er eigentlich den gut checkt. Ich glaube nicht, dass der schon Gangshot hat. Aber sonst, ja, wird er mich wahrscheinlich entweder Poison Jam oder Iron Head oder was. Sonst drückt er eh Knockoff. Oder Stone Edge. Genau. Und die macht halt nicht so viel. Und jetzt könnte ich entweder Free Mondgewalt drücken, aber ich denke eher, ich drücke Wish. Und je nachdem weiß ich jetzt, auf jeden Fall hat der Hochmut, habe ich gesehen.
Der hat keinen Bedroher, der Tokmut. Übrigens, mein Husten ist gerade immer wieder da. Es ist nur Abend. Ist natürlich sehr schön. Ich spiele gerade um 18 Uhr. Ja. Mal kicken. Was machen wir denn? Das wird wieder interessant jetzt, so. Crocodile. Wirft zurück. Also er könnte durchaus Scarf sein und geht in Blaze Fallen. Oh Junge, ich hab voll vergessen, wie das Ding aussieht in Shiny. Ach du Heilige, ich finde die normale Variante besser. So, wie gesagt, da ist ja der eigentlich als guter Switchen, weil der kann eigentlich nichts außer HP Fighting drücken. Und Mindblown sollte noch okay sein. Okay, drückt Sub. Ist nicht schlimm. Die haben eine Earth Power und er hat Leftovers, okay. Also wenn er Cormet ist, soll er machen, ist mir egal. Der macht mir nichts. Mann, ey. Mann, es tut mir leid. Er hat HP Fighting, okay. Da muss ich jetzt gucken. Wie viel drückst du mir? Aua, keine 50%. Also wäre jetzt so ein AV mit Full HP Set schon echt geil. Ich meine, da er mir keine 50% zieht und er so oder so jetzt rausgehen muss, weil er halt stirbt, ist wahrscheinlich. Muss ich mal kalken. Hi, Regen. Triebtrack und Blaze Fallen. Ich mag das Ding übrigens, ne? Das macht Spaß zu spielen. Oh, ich hab kein Mind. Das Beispiel. Er könnte sogar nicht reichen. Also muss ich schon eher Dracoon. Ich kann natürlich jetzt auch auf dem Dings gehen, so, ne? Wie gesagt, ein HP Fighting killt nicht. Und er muss halt darauf gehen. Wenn dann. Mann, ey, es tut mir leid. Ich will jetzt nicht das Sprayen hier. Mann. Ich sterbe. Okay, gut. Florges ist da, ist nicht so schlimm. Kriegen wir wenigstens nochmal Lefty's Recovery auf dem. Das ist okay. So, dann könnten wir rein theoretisch auf den gehen, na? Und uns setupen. Bin ich der Meinung. Aber ich habe gerade Drachenpuls gesehen. Nein! Ich habe doch Dragon Dance gedrückt, ich trau... Okay, dann können wir uns nicht setupen. Okay, cool. Okay, der war mein. Dann haben wir halt einen Drachenpuls. Scheiße. Verdammt. Das ist echt nicht gut. Naja, passiert. Hat die Gitze gesagt. So. Ich hört es jetzt natürlich riechen, dass ich wieder in Puffiness gehe. Aber er kann doch rocken. Stone Edge. Ja, dann drückt er Stone. Der ist ja sowas und Scarf. Drück mal Wish. Und halt dadurch Dings halt wieder hoch, ne? Das wäre dann, ja, das ist okay. Soll mir egal sein. Aber ist jetzt doof, wenn er jetzt doch Callman im Set hat. Ne? Aber ich denke mir, er wird wahrscheinlich wieder Sub drücken oder so. Ja. Ich gehe mal davon aus. Weil er braucht auf jeden Fall beide Steps, bin ich der Meinung.
Zumindest Shadow Ball braucht der. Okay, Sub, ja, da soll er halt Subdrücken, ist mir egal. Hydreigon ist voll. Und er killt mich halt schon nicht. Und jetzt ist er langsam in der Earth Power Range. Also jetzt danach nicht mehr so hoch, gut, aber... So. Wie gesagt, wir leben die ja. Außer er crittet uns. Das ist natürlich nicht so schön. Die mattert auf jeden Fall. Jetzt kann er eventuell Sub drücken oder... ja, na mal kicken. Ich muss auf jeden Fall raus, ne? Also er wird wahrscheinlich safe jetzt bleiben, bin ich der Meinung. Könnten wir eigentlich in den gehen? Der wird wahrscheinlich eine leben. Ja, der wird ihn erleben. Der wird einen HP-Fire auf jeden Fall leben. Ja. Kann natürlich auch ein HP Ice sein, so, ne? Aber ich gehe ja davon aus, dass es ein HP Fighting ist. Der Fairy kann es nicht sein, weil dann hätte er weitaus mehr Schaden gemacht. Und HP Fairy gibt es, glaube ich, gar nicht. Genau. Genau, wir werfen zurück. Die gute Kinnlade kommt zum Einsatz. Und Kraftreserve, genau. Das ist doch eine HP Ice. Okay, der ist HP Ice. Und ich glaube, wir sollten jeden Move von dem leben. Also ist der HP Ice. Die Kinnlade. Und wir haben 274 HP. Joa. Also zur Not, ne, sie Bounce könnte, glaube ich, auch killen. Und ich bin der Meinung, dass er entweder in Menz oder in Venu geht. Also, sie Bounce wäre schon so ein Ding, denke ich mal. Das ist ganz okay. Weil, genau, ja, es war logisch. Wenn er Bedroher hat, kann er natürlich jetzt nochmal mein Dings abschwächen, aber es ist nicht so schlimm. So. Könnte Eisfängen jetzt, also sie Bounce wird jetzt natürlich immer noch über 50% ziehen, so. Wird jetzt immer noch gut Damage drücken. Außer er ist First Death. Okay, der ist First Death. Ja, dann kann ich drinnen bleiben, drück Eiszahn. Außer er hat jetzt eine Antibeere. Außer der hat jetzt eine Antibeere. Kann natürlich sein, dass er jetzt Anti-Eis hat oder was. Aber ich könnte drinnen bleiben. Und Bounce macht ja immer noch gut Damage gegen den Venu, also ist nicht. Also gegen Mega Venu. Und dann kann er uns halt jede zweite Runde was anhaben. Ah, oh, wir waren schneller. Toxin. Okay, ja, Toxic. Das ist nicht Fighting, das ist Eis. Toxic. Ja, den hätten wir jetzt wahrscheinlich rausgenommen, ne? Ich bleib drauf auf Eiszahn, auch wenn er jetzt rauswechselt. Wenn er in die Flocke geht, ist es halt so. Genau.
Wenn man in die Schneeflocke geht, da haben wir eigentlich einen Switch entgegen. Auch wenn das Ding Antikraft kann. So. Ice Sun kommt. Der sollte killt nicht mal, was? Ach, hat Beulenhelm, okay. Boost. Boost. Und. Rocky. Gut, ja, dann ist das natürlich nicht so gut gegen. Na? So, dann können wir eigentlich in. Dann können wir in den gehen. Und könnten versuchen, ja, gut, Setup wäre jetzt natürlich nicht so schön, weil der Knockoff immer noch da ist und wir haben halt keinen Focus Blast gegen Krug. Und ja. Ja, Heelbeer haben wir jetzt auch nicht drauf, aber der kriegt halt den Toxic ab. Und nimmt dadurch keinen Schaden. Und dann kann ich halt wenigstens einen Shadow Ball drücken. Zumindest. Und dann passt das. Jo. Und dann passt das, glaube ich. Krug hat Stone Edge. Und du bist, ja, genau. Okay, also weiß ich, dass der Fist Death ist, dann ist das okay. Drücken jetzt Shadow Ball. Da wird definitiv Krug jetzt reinkommen, aber den Chip nehme ich. Und dann passt das. Auf jeden Fall interessiert es mich mal zu wissen, ob er irgendwo Roost hat oder was. Ach, Rocks. Roost hat er natürlich auf seine Events, aber ich meine eher Rocks. Genau, er wirft zurück. Best. Okay. Der kriegt jetzt ein bisschen Aua. Der kriegt jetzt ein bisschen Aua. Der stirbt vielleicht sogar. Ah, doch nicht. Ah, der kann nicht subben. Der kann nicht subben. Und je nachdem, wie viel Damage kriegt der? Uniclass. Plus, nicht Class. Plus. Immer dasselbe. Der ist das. Aua. Aua, aua. Aber ich würde ein Leben. Ich würde ein Leben auf jeden Fall. Er macht halt aber trotzdem Aua. Ich drück trotzdem. Ich bleib drin. Also, wie gesagt, ich werde ein Leben auf jeden Fall. Aber. Entweder hofft er jetzt darauf, dass ich wechsle oder so. Und ja, also ich muss jetzt auf den Predict von ihm gehen. Okay, gut. Ist natürlich, ne? Aber wie gesagt, ich sollte den leben. Sag ich ja. Ist natürlich nicht so schön, dass der jetzt so wenig HP hat, aber aua, aua. Ach, ja, okay, ich weiß warum. Oh ja, der. Ja, okay, gut. Never mind. Ich habe mit 20, Special Attack Investment gekalkt gerade, statt mit 252. Also, der hat eine gute High Roll bekommen, auf jeden Fall. Ja. Ach du Scheiße. ...78 sind 18%. Wie viel macht man denn? Auf jeden Fall ist Blastfeld tot. Und können jetzt Hydreigon auch für Venu noch nutzen. Das ist zumindest okay. Auch wenn der Hydreigon jetzt nicht viel macht gegen den, aber naja. los. Sludgeball, aua. Ja, ist doof. Dadurch schätzen wir der Üf. Aber wir können jetzt in den gehen. Und jetzt will ich unbedingt ein Megan und endlich mal Damage drücken. Ja, Moonblast. Den sollten wir auf jeden Fall leben. Ja, da macht nichts. So.
So. Da wir halt Drachenpolz haben statt Dragon Dance, ist natürlich doof. Also er kann natürlich jetzt in Selements, denke ich mal, gehen. Flabless tut jetzt ein bisschen weh, aber ich denke mal. Komm, ich gehe auf Flabless. Der könnte sich auch denken, oh, Special Attack Drop ist natürlich nice und könnten ihn dadurch jetzt, so wie ich das genau wusste. Wir gehen jetzt in die Mega und drücken jetzt einfach den Flare Blitz in die Fresse und der könnte droppen, wenn er Spidef ist. Der könnte droppen. Genau. Und das ist genau das, was ich auch zum Teil wollte. Genau, genau das wollte ich. Aua, er ist so schön für Recoil bekommen. Aua, aua. Deshalb habe ich Roost. Deshalb, der Special Attack Drop, der war auch noch wichtig zum Teil auch. Dass er halt drinnen bleibt und nicht rauswechselt. Oh, das war so gut. Aber jetzt wird er wahrscheinlich rocken. Und denken, oh ja, in Rocks kommt der jetzt rein. Ah, der hat auch ordentlich Damage gerade gekriegt an Recoil. Ich habe die ganze Zeit nur spezielles Glura gespielt, weil der einfach so viel Druck macht mit 159 Special Attack. In der Sonne natürlich. Und ich meine aber mit 104 Attack auch Dürre macht natürlich auch Work, ne? Weil er nun mal den guten Stab hat. Der könnte auch Scarf sein, bin ich gerade der Meinung. Der könnte auch Scarf sein. So wie er den jetzt hier gerade reinschickt. Höchstwahrscheinlich schon. Ich könnte eigentlich ins Sword gehen, weil der macht mir nichts. Stärkste Move ist Ice Beam / Freeze Dry, aber der Freeze Dry ist halt schlechter von der Stärke. Aber sonst, ne? Antikraft und so. Eisstrahl sah ich ja. Und wir sollten gut einen Hit leben, auf jeden Fall. Aua, der Specs! Der ist so von Specs! Den hätten wir den umgeboxt gerade. Weil wir sind gespeedpilled auf dem. Ach du Heilige. Junge, ist der Specs. Aber so richtig. Der wird jetzt in Selements gehen, definitiv. Der wird jetzt in Mens gehen. Ja. Ach du Heiliger. Der ist Specs. Weil ich hab übelst viel HP Investment auf dem. War 112, also ist schon erheblich. Ne? 63 HP, ach du Heilige. Cryogonal? Weh, du bleibst drin. Ja, wollte gerade sagen. Ja, ein Freestyle. Der ist sowas von Specs. Genau, genau. Das Mans jetzt drin ist, ist gut. Dann können wir wenigstens wischen. Gleich. Ice Beam. Oh ja, der ist sowas von Specs. Aber so richtig. Der ist, glaube ich, auch sogar Modest. Der könnte Modest Specs sein. Wish. Toxic ist mir egal in dem Moment. Soll er den halt toxicen? Hätte ich jetzt Aromatherapy, wäre es natürlich besser. Aber das hat zwar Moonlight Switch in. So. Ich denke mal, er wird auch darin gehen. Da wir eine Anti-Gift-Beere haben, das ist schon vom Vorteil, sehe ich das mal. Er wird wahrscheinlich angreifen, denke ich. Mit Drachenklau oder so. Ich
würde gerne in den gehen wollen. Der sollte eigentlich einen Hit noch leben. Außer, also Draco wird der halt nicht drücken, so, ne? Alter, er wirft zurück, was? In Venu. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Da könntest du auch noch Chlorophyll jetzt spielen, übrigens. Und Wachstum. Aber wenn es physisch ist, haben wir den schon mal in den Angriff gedroppt, eine Stufe. Okay, gut. Oh, sonst hätte er jetzt nicht auf plus 2 setupen können. Das war natürlich ein bisschen doof. So, dann drücken wir jetzt einfach Bounce, um auch den Bedroher weg entkommen zu können. Und eventuell eine Para auf irgendwo zu kriegen. Auf Krug nehme ich die auch. Genau. Genau. Oh, das Vlog ist einfach sowas von down gegangen. Das war schon schön anzusehen. Das ist ja wahrscheinlich ein Fire Blast, lebt auch in der Sonne, war mir schon klar. Aber kein Flare Blitz. Okay, gut. Er megert sich, also bleibt er drin. Das heißt, könnte er wahrscheinlich auch versuchen zu seeden, zu Toxhacken oder sowas. Oder er greift halt an. Genau, Gigasauger, wollte ich gerade sagen. So, kriegen ein bisschen Chip. Und jetzt kann er durchaus natürlich auch rausgehen. Wir müssen halt belieben, dass jetzt die Sprungfeder trifft. Weil die 85 Genauigkeit hat. Und die trifft, oh, das ist nice. Das machen wir gut. Oh, 50% ist Schall. Okay. Das ist natürlich logisch, dass der jetzt, ne? Das ist natürlich jetzt doof, dass ich dagegen heilen kann. Also Dings hätte natürlich mehr Damage gemacht, bin ich ehrlich. Ich würde gerne mal in ihn gehen und U-turnen, auf jeden Fall. Wobei, nee, er wird jetzt angreifen, ne? Genau. Aber ich würde trotzdem gerne mal U-turnen. Giga Drain macht jetzt nicht so viel. Oder er seedet halt, ne? Und dann habe ich die halt nicht wieder weg. Matschbombe. Okay, gut, die können ein bisschen Aua machen. Ach, die leben wir sogar. Huch! Heieieiei. Okay, Matschbombe hat er noch. Okay. Du bist noch ein Synthese. Eieiei. Also er wird wahrscheinlich eher Fistef sein. Problem ist, eins muss ich jetzt leider sacken. Ist Hydreigon noch gut? Ja, der ist schneller als Zellemens auf jeden Fall, weil... What? Was? Danke für den Chip. Das ist nice. Nee, okay, gut. Das werde ich nicht machen, weil dann weiß ich, was er macht. Auf jeden Fall weiß ich, dass der Specs ist und langsamer. Oh, ich hätte Moldbreaker drauf spielen sollen. Mach, hat der Moldbreaker drauf? Fuck it! Moldbreaker wäre es gewesen, dann hätte ich Ice Punchen können. Warum drück ich? Nee, Fire Punch wäre das besser gewesen. Ach, dammit. Ich hätte Fire Punch drauf spielen sollen auf den. Scheiße. Ich denk mal, in ihn gehen wir. Oh, Cryogonal.
Du hast wahrscheinlich Ancient Power. Und Shizard Y. Wenn ich jetzt kein Flying Type bin in dem Moment. Erst 50%, okay. Das heißt, ich muss angreifen. Wobei ich weiß, dass ich schneller bin, weil der ist halt Specs, der ist Modest Specs, definitiv. Und wenn ich jetzt rooste, lebe ich die Ancient Power. Also gehe ich auf Roost. Hä? Das macht keinen Sinn. Sorry, dass ihr das jetzt seht, aber ich verstehe das so gar nicht. Jetzt habe ich meine Wincon weggeschmissen dadurch. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Also ich weiß, dass der Scarf ist, aber hä? Junge, der Sock hat doch... Das war kein Crit. Das war kein Crit. Das ist natürlich komisch. Das verstehe ich wirklich gar nicht gerade. So, jetzt gehe ich, ne, also es wird wahrscheinlich mega wie nur... Ach, Selemence Complain, das ist okay. Dann drücke ich dir halt wenigstens ein Eisfang ins Gesicht auf minus 1 Angriff. Ist okay. Rocky ist ein bisschen doof, aber was soll's. Er wird wahrscheinlich danach eh roosten. Hä? Ja, gespeed creeped. Genau, ich bin gespeed creeped. 319. Ach nein, ich bin auch blöd. Okay, es war mein Denkfehler. Die meisten wussten das jetzt wahrscheinlich. Cryogonal hat ja 105 Speed und ich 95. Okay, gut, habe ich sogar falsch Speed gecreept. Hätte ich mich auf Krug Speed creepen können, hätte sogar noch mehr HP gehabt. Scheiße, ich bin auch was doof. Ja gut, na, jetzt, dann ist der halt Timid Specs. Dann ist der Timid Specs. Dann hat er übelst eine harte Roll bekommen. Ja, wisch, 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 hab ich gesagt. Ach man, das ist doof. Ja, das gewinnen wir jetzt nicht mehr. Weil wir haben unsere Wincon weggeschmissen. Der hat kein Dragon Dance gehabt, sondern Dragon Pulse, weil ich mich scheinbar mit dem Handy vertippt habe. Beim Teambilden. Und ja. Ach man, ey, das ist doch doof. Hätte ich jetzt einen Dragon Dance drin, hätte nur das Elements weggemusst. Und alles hätten wir weggeflappt jetzt. Auf jeden Fall, ja, Cryogonal. Ja, pff. So. Ice Beam, ja, der ist halt Specs, ne, also. Der hat 95 Special Attack, ne? So was, das war das. Glaube ja.
Diagonal. Ja. Der hat 95 Special Attack. Scheiße. Na, da verliere ich jetzt gegen den. Also ich habe natürlich noch einen Scarf, also es nicht, aber... So. Dann muss ich natürlich jetzt... Aber es ist trotzdem immer noch erheblicher Schaden, dass der Tim jetzt wächst ist. Gegen Sorg. Der macht mit dem Eisbeam 83%. So. Er hat natürlich auch noch seinen Scarfer, so ist nicht. Ja, schade, dass ich jetzt kein Moldbreaker habe. Ja, der wird rausgehen. Der wird rausgehen. Aber höchstwahrscheinlich im Vino statt in Menz. Oder er ist natürlich ballsy und denkt, ich predikte, was er natürlich nicht macht. Er geht in Menz. Der wird doch trotzdem Aua machen. Ice Punch hat höhere Stärke als... Er ist 50%. So, ich will wenigstens noch einen Kill haben. Also den nehme ich wenigstens noch mit, dann hat er wenigstens 15 Kills, leider. Nicht so viel, wie ich mir gedacht habe. Und muss darauf hoffen, dass er auf Platz 2 bleibt. Ich denke mal, nach Players wird er eh nicht mehr Platz 2 bleiben, aber naja. Caradon ist einfach so ein geiles Mon. So viele Kills gemacht hat der. Genau. Icebeam kommt. Und er ist down und ich bin auch down. Also sterben wir beide jetzt. Menz hat auch einen Kill und Sorg. Und ich glaube, die Flocke hat. Ja, Flocke hat auf jeden Fall 2 Kills gemacht, auf jeden Fall noch. Und genau, sind sie bei 3-3. Ich denke mal, er kann wahrscheinlich wieder in die Flocke gehen, wa? Ich denke mal schon, dass er in die Flocke geht, weil das ist halt sein bestes Mon jetzt gerade. Ja, sag ich ja. Ich kann einfach wieder wischen. Und er muss halt in Venu gehen. Er hat halt nur noch Venu, Krug und Flocke. Und... Ja. Wish. Drückt Icebeam. Den sollten wir auf jeden Fall leben, auch wenn der Specs ist. Ist egal, ist mir scheißegal, wir haben das eh verloren. Ist eh alles schneller jetzt. Also, er ist eh schneller mit alles. Ach Mann, ey, ist doch doof. Wenigstens haben wir ihn überrascht mit Zart einmal. Oh, wir drücken Kaskade, hoffen, dass wir einen Icebeam leben, was wahrscheinlich nicht so der Fall sein wird. Und ein bisschen HP-Investment haben wir drin auf jeden Fall. Na, schade. Aber selbst Dings hat auch nicht HP-Investment. Na, 96, das ist schon erheblich. Junge, ich verstehe diesen Schaden von dieser Schneeflocke nicht. Was, bei 63? Nicht bei. 20%. Ja, okay, gut, dann macht der Sinn. Ja, 63 sind 20%, der war meint. Ja, dann hat er 80% gezogen. Ja, das ist Timid Specs. Dann war ich irgendwie ein bisschen neben der Spur in dem Moment. Keine Ahnung. Ja. Ein Kill hat His Elements und die restlichen hat Dings. Also, nee, so. Ja, GG, ne? Passiert. Joa.
Ach so. Dann würde ich sagen, haut da rein, bis zum nächsten Mal, wa? Sind bald auf dem 5. oder 6.
Segel on.